Bonjour und Baguette, ihr kleinen Croissants. Wir machen weiter mit Let's Play Pokémon Saphir. Ich habe mich hinterm Haus versteckt. Part 12 dürfte das sein. Jawohl, Part 12. Ich weiß, was auf meinem Kanal passiert. Das ist nicht awesome. Waren wir schon drin? Wir gehen ja mal rein. Das kommt mir entfernt bekannt vor. Was zum Ausrauben? Nein. Waren wir hier? Ja, hier waren wir. War die großbusige Frau. Und ich vergesse ja nie großbusige Frauen. Gut beäutert könnte man sie auch nennen. Das ist ein wenig Egele Gulagantanta. Genau so. Hallo Mann. Ein Pokémon, das du durch Tausch erhältst, wächst schnell. Auch adoptierte Kinder wachsen schneller. Du musst sie nur gut düngen. Aber wenn dir Orden von bestimmten Arenen fehlen, wird es dir eventulutulutell nicht gehorchen. Denn dann strahlst du eben keine Autorität aus. Hallo. Hast du schon die Herausforderung der Pokémon-Arena angenommen? Ich glaube, wenn sie den glänzenden Orden der Arena in der Hand halten, wird den Trainern klar, was von ihnen verlangt wird. Nämlich, dass ihr ganzes Leben nur dem Herumreisen durch die Welt und Pokémon widmen. Schulausbildung, Allgemeinbildung, ha, wird total überbewertet. Nur Pokémon sind wichtig, ich komme nicht mehr, ich bin zu blöd zum Laufen. Übrigens, ich habe heute... Ich nehme mal kurz einen Schluck. Köstlichen, ganz köstlichen Happy Day Bananensaft. Der schmeckt ja so köstlich. Dass ich gut. Ich habe gerade auf die Packung geschaut und deshalb habe ich gut gesagt, dass ich gerne nochmal einen Schluck nehmen möchte. Denn auf der Packung steht nämlich oben gut schütteln und darunter shake well. Das mache ich doch einfach mal, weil mir gerade aufgefallen ist, das habe ich eigentlich vergessen. So, nachdem ich den Bananensaft gut geschüttelt habe, jetzt nochmal die Live-Kostprobe der Stiftung Warentest. Ja, er schmeckt gleich viel geschüttelter. Gut, das hat doch überhaupt nichts mit dem Spiel und dem ganzen spannenden Geschehen hier zu tun. Hier sitzt zum Beispiel ein Mann mit pinkem Hut, ein dicker Mann mit pinkem Hut. Oh, an allen Orten gibt es alle Sorten von Pokémon und Menschen. Alle Männer, die pink tragen, müssen so sprechen, Klischees, hooray. Ich finde das faszinierend. Daher besuche ich alle möglichen Orte. Was hat er nochmal gesagt? Ich habe nicht wirklich aufgepasst. Ich bin noch ganz bei meinem Bananensaft. Das ist jetzt, Zweideutigkeiten. Gibst du deinem Pokémon Codenamen? Ich habe meinen einen coolen Namen gegeben. Hans Werner Dieter Eugen. Von Pokédex, Aber wenn ich jetzt nur beim Namen rufe, rollen sich die Leute vor Lachen ab. Sie roffeln. Hast du Lust, dein Bummels gegen mein Makuhita zu tauschen? Was ist ein Bummels und was ist ein Makuhita? Was willst du von mir und was mache ich hier eigentlich? Das ist ein gutes Pokémon. Und meins ist voll der Crap, deshalb will ich loswerden. Die Devon Corporation. Wir nennen sie kurz Devon. Oh, ihr seid aber Kreativitätsbomben. Ich erfinde heute gern neue Wörter. Das liegt an dem Bananensaft. Der macht nämlich Intelligulutuk. Die Firma stellt viele praktische Dinge her. Wie zum Beispiel... Ach, fickt euch doch. Was ist hier? Vielleicht erst Schilder lesen. Von der Seite. Devon Corporation. Alles, was man im Leben braucht. Wir stellen es her. Zum Beispiel... Kniefickapparate. Ja. Hallo. Hey, diese Turbo-Treter, die haben wir auch entwickelt. Wir entwickeln alles. Alles mit Turbo. Kondome mit Turbo. Ich freue mich immer, wenn ich jemanden treffe, der eins unserer Produkte benutzt. Hey, du atmest Sauerstoff. Den haben wir auch erfunden. Hallo und willkommen in der Devon Corporation. Wir sind die stolzen Entwickler von Medizin und Items, die das Leben bereichern. Wie zum Beispiel Viagra mit Turbo. Jetzt ist aber mal gut hier. Tut mir leid, aber nur autorisierte Personen haben hier Zutritt. Zum Beispiel, ich bin nicht autorisiert, weil ich trage keinen roten Anzug und habe nicht so eine komische Frisur. Oh, hier geht's ja wieder raus. Die Wildnis. Nein, erst gucken wir uns die Stadt fertig an. So, die Stadt ist fertig. Gehen wir in die Wildnis. Ach, Wildnis. Eingeborene. Da.
Uka Uka Chuka Chupa Chups. Höhlenforschung ist nicht mit einem Spaziergang auf einer Straße zu vergleichen. Du weißt nie, wann ein wildes Pokémon auftaucht. Du bist immer angespannt. Sag mal, hört man eigentlich den Ton? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich übertönt er mich. Bei mir hört man ihn nämlich gar nicht. Ich habe ihn äußerst leise gestellt. Koshi hat den Supertrank gefunden. Den Supertrank. Denn es gibt nur einen Supertrank, der so super ist wie mein Supertrank. Es ist der Supi-Dupi-Trank. Da komme ich nicht rauf. Oh nein, diese zentimeterhohen Hügel versperren mir den Weg. Nehme ich halt die andere Seite. Wildnis, ja, wir machen noch nicht die Arena. Denn ich möchte mal wieder gegen Pokémon kämpfen. Das haben wir so lange nicht gemacht und das ist so spannend. Und vielleicht kriegen wir hier neue Pokémon, die ich nicht haben will. Ein weibliches Schwalubitini. Aber gegen meinen Vogel hat es keine Chance, denn es besitzt Schnabel und ich besitze Aquaknarre. Und es zieht einfach mehr ab. Oh, und es kann Energiefokus, was auch immer das bringt. Es pumpt sich auf. Es zeigt mir, was es hat. Es macht irgendwelche Balzrituale oder so. Dafür mache ich einen Volltreffer. Aha, ich habe das weibliche Schwalbini Schwalu. Ach, ich mache einfach weiter. Schutz gefunden. Yay. Antivir. Meine Käfer-Pokémon sind stark. Lass uns kämpfen. Käfer-Pokémon und stark. Bitte nicht 6 Wumpels. Nein. Ach, nur 3 Wumpels. Ein Glück. Na puh. Jetzt hatte ich schon Angst, neue Pokémon zu treffen. Wenn auch nur in... Oh. Ach ja, ich musste ja... Ja, ich hab bei der... ich meine, wieso ist Noah tot? Ich meine, ich habe doch nach der letzten Aufnahme pflichtbewusst gespeichert und musste das hier nicht alles nochmal machen, weil ich das vergessen habe. Nein, nein, also sowas passiert mir nicht. Ich bin professionell und ich habe Bananensaft. Und Izzys Attacke ging daneben. Ja, so ein Käfer, der ist halt schwer zu treffen. Ich frage mich, wann sich ein Pokémon von uns endlich mal entwickelt. Bitte nicht spoilern. Danke. Wahrscheinlich nie, da wir mit diesem Kampf einfach nicht fertig werden. Und wahrscheinlich muss ich das alles nochmal aufnehmen, weil die Musik mich wieder übertönt und ich finde zu leise Rede und immer wieder hier rät. Ja, das ging jetzt doch ein wenig auf den Sauerstoff. Deshalb wäre ich jetzt fast erstickt, nur um euch zu unterhalten. Es ist ja, weil ich hier so alles auf mich nehme. Oh, ein Ninkada, jetzt wird's aber, also, oh, jetzt. Wieso habe ich eigentlich kein Feuer-Pokémon? Ist wurscht. Izzy macht das super. Der macht das. Der reißt jetzt alles für uns. Wie heißt der Typ eigentlich? Habe ich nicht drauf geachtet. Wie kann ich nur? Ich bin so ein schlechter Schlechtmacher. Also die Worte kommen heute, ja, ihr merkt es. Ich habe extra vor dem Let's Play nochmal den Duden studiert, um mir dann extra Wörter aufzuschreiben, die es nicht gibt. Das mache ich ja immer, weil ich lese ja hier alles nur ab, ne? Ja, auf jeden Fall. Koshi schlürft Bananensaft. Nein, so trinke ich normalerweise nicht. Ich mache das extra, um euch zu zeigen, dass ich noch da bin, ja? Weil es kann ja schon mal sein, dass man den Let's Player, der das hier eigentlich kommentieren soll, vergisst, wenn der 0,2 Millisekunden nicht redet. Und jetzt wird von Käfersammler Eros ein Schalocco reingeschickt. Ohohohohohoho. Und das ist ja gleich schon wieder tot. Ach komm. Das ist das Bach. Das macht so spannend. Das macht so spannend und so gute Grammatik, dieser Kampf. Das ist so... Vielleicht sollte ich Tempo anmachen. Nein, sowas mache ich nicht. Ich meine, ich rasche mit A. Ich rasche so schon viel zu schnell durch dieses Spiel. Ich sollte mir mehr Zeit lassen. Ja, einfach mal die Welt erkunden oder so. Ich meine, wie viele Orden ich schon habe. Jetzt hier in Part 12. Wahrscheinlich ist das schon 13, weil ich schon wieder 10 Minuten in der Stadt totgelabert habe. Aber das ist sowas von scheißegal gerade in diesem Moment, wisst ihr? Das interessiert mich alles nicht. Es interessiert mich auch nicht, dass mein Fenstersperrangel weit offen steht und draußen ein Lastwagen vorbeifährt. Es
interessiert mich auch nicht, dass ich sowieso nicht zu hören bin. Das interessiert mich alles nicht. Denn ich... Ich will Pokémon-Meister werden. Und nur das ist mein Ziel. Und alle, die mich auf meinem Weg behindern, die werde ich aus dem Weg räumen. Und was erzähle ich hier eigentlich? Was ist denn... Kaninchen haben. Kaninchen haben. Aquaknarre. Ist das das neuartige Pummeluff? Ja, es kann Pfund. Es muss ein Pummeluff sein. Nur Pummeluff kann Pfund. Weil Pummeluff ist Brite. So, jetzt habe ich aber Angst, dass ich es töte. Oder dass es mich tötet. Ich versuche das jetzt einfach mal. Beutel. Seltener Ball. Ja, nehmen wir doch mal den seltenen Ball. Ich meine, er ist selten, dann muss er ja automatisch besser sein. Und er ist weiß. Oho. Da wurden einfach die Farben ausgetauscht. Oh, es hätte fast geklappt. Oh mein Gott, er setzt Aufruhr ein. Ein wilder Mob. Oh nein. Sie hat uns tot demonstriert. Bob, du musst was reißen, Junge. Jo, du schaffst das. Oh mein Gott, denn es macht immer noch einen Aufruhr und ja, ich besame es jetzt einfach mal. Das mache ich gerne mit Kaninchen. Ja. Oh Gott, nein! Was passiert? Ach so, ja. Ich vergesse meine eigenen Attacken. Ich bin ein Pro. So, jetzt versuche ich es mal mit normalen Pokéball. Never change a working system. Flops! Ihr habt schon einen Namen für das Vieh. Aber dazu muss ich es irgendwann auch mal fangen. Aufruhr. Und absaugen. So, wenn ich es jetzt beim nächsten Mal nicht glatt habe, ich ein Problem. Dann ist das Vieh nämlich tot. Das wäre nicht so knorke. Na, los, Premierball. Du bist selten und super toll und bei... Du bist einfach special. Und... Man muss ihm nur gut zureden, dann macht der Pokéball schon mit. Toll, Flurmel wurde gefangen. Für Flurmel wurde ein Flüsterer haben. Ist klein und fett. Flurmel ist sehr scheu. Wenn es laut brüllt, erschrickt es und brüllt dadurch noch lauter. Was? Wenn es schließlich damit aufhört, ist es völlig ausgepumpt und legt sich schlafen. Ja, gut. das Flurmel will ich folgendermaßen nennen, auch wenn das nicht sehr männlich klingt, aber es ist mir scheißegal. Das Flurmel heißt Floppy, nach meiner lieben Freundin und Let's Play-Kollegin Floppy RPG. Schaut doch mal vorbei, wenn ihr lustig seid. Wenn ihr nicht lustig seid, könnt ihr auch reinschauen. Sie ist in meiner Partner-Kanal-Box. Ihr wisst schon, einfach mal unter die Kommentare scrollen. Jetzt habe ich auch das Wort Kommentar hier untergebracht, damit es nicht so klingt, als hätte ich mich versprochen, denn das mache ich ja nie. Und jetzt gehen wir in den nächsten Trainerkampf. Mein Pokémon. Was? Nein, meine Pokémon sind die Kings. Überzeug dich selbst. Lül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 
an deinen Innereien laben und dann werden sie irgendwann ausschlüpfen und aus deinem ausgeweideten Körper. Ach, halt die Fresse, Nonsens. Kugelsaat! Hier, frisst diese Kokosnüsse. Und zweimal gleich, wow! Jetzt bin ich aber beeindruckt und Bob ist nicht tot. Haha! Denn es ist der Super Bob. Super Bob, ganz durch Super.